Hallo, mein Name ist Andres von der KEBU. In unserem heutigen Video werden wir eine Flanschverbindung gegen Korrosion schützen mit unseren Petrolatum-Produkten. Im Video kommen zum Einsatz unsere KEBU Priming Paste, unser KEBU Petoband A303, unsere KEBU Plastmassen als mechanischer Schutz, Stretchfolie in Kombination mit der PE-Folie 0525 oder alternativ die KEBU Rohrschutzmatte PP1000. Wie immer werde ich euch alle Datenblätter im Video verlinken. Wir starten mit dem ersten Arbeitsgang, wir trocknen die Oberfläche. Anschließend reinigen und rauen auf mit der Handradbürste. Sollte eine Oberflächenfeuchtigkeit vorhanden sein, nutzen wir Priming Paste, um die Oberflächenfeuchtigkeit zu verdrängen. Nach Auftragen der Priming Paste Masse wird nun mit dem Petrolatorband beginnend gewickelt oder tapezierförmig der Flansch umhüllt. Zur Hohlraumbefüllung nutzen wir unsere KEBU Plastmasse. Hier zeige ich euch zwei Varianten. Einmal die Plastmasse und einmal die Plastmasse Spezial. Anschließend umhüllen wir die Flanschverbindung mit breiten Petrolatumbändern. Hier im Video mit einer Breite von 30 cm. Natürlich stehen auch andere Breiten zur Verfügung, abhängig von der Dimension der Flanschverbindung oder die Wahl des Monteurs. Zum mechanischen Schutz werde ich euch zwei Alternativen zeigen. Zu einem die Kombination mit einer Stretchfolie und einer PE-Folie oder alternativ die Kombination mit Rohrschutzmatten. Man kann natürlich auch beide Sachen verwenden, dass man zuerst die Stretchfolie mit PE-Folie entwickelt und anschließend die Rohrschutzmatte aufträgt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Möchtet ihr mehr Informationen, besucht unsere Webseite oder abonniert einfach unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video auf einer Baustelle an einer im Betrieb befindlichen Mastleitung DN800.